Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch den Cult Beauty Curated with Love Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses wundervolle, sehr schwere Schätzelein hat auch einen sehr schweren Preis, und zwar 275 Euro. Hier sollen aber Produkte im Warenwert von 1100 Euro drin sein, und das ist die Curated with Love Edition. Und die Duft Fragrance Edition stellt euch die wundervolle Nicole vom Kanal Chiquitas Place vor. Also wenn ihr dort den Adventskalender, die Version sehen möchtet, schaut gerne bei ihr vorbei. Jo, was ein schweres Schätzelein. Jedes Jahr ist es eigentlich echt ein Knaller und ich bin sehr gespannt, was uns dieses Jahr erwartet. Auch wenn schon ein Vorschaubild zu sehen war, ich weiß nicht mehr ganz genau, was hier drin ist. Und solltest auch du Teil der Crew werden, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen. Designtechnisch ist das nicht unbedingt weihnachtlich, muss ich sagen, aber es ist hübsch. Und da wir hier einen Adventskalender aus Großbritannien haben, haben wir auch 25 Büchslein, was ich großartig finde. Wir starten am 1. Dezember mit dem Great Barrier Relief von Crave Beauty, sagt mir gar nichts. Reparative Skin Smoothing Serum. Oh, 45 ml haben wir hier drin. Also alles, was so auf reparierend hin spricht, würde ich jetzt so vermuten mit, genau, Niacinamiden, vielleicht sogar Ceramiden, das weiß ich jetzt nicht. Und ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Das scheint direkt ein Serum zu sein und das finde ich sehr charmant. Ein bis zwei Pumper kannst du in deine Feuchtigkeitscreme mit reinmachen. Sieht sehr interessant aus. Also das ist irgendwie auch aus Plastik. Ich hätte tatsächlich erst gedacht, dass es ein bisschen anders aussieht von der Verpackung her. Aber gut, ja, ein Serum. Schön. Weiter geht unsere Beauty-Reise am 2. Dezember und hier haben wir etwas von Summer Fridays drin, ein Lip Butter Balm, ja, Vanilla Beige, oh, 15 Gramm sind hier drin enthalten und ich glaube, in diesem Adventskalender haben wir keine Mini-Größen. Ich glaube, wir dürfen hier auch wirklich Kabittjes erwarten für den Preis, ne, und ja. Das ist hier einmal die Lippenbutter, die dann wahrscheinlich pflegen wird. Ich weiß nicht, ob die auch noch gleichzeitig irgendwie Farbe geben möchte. Sehr abgefahren, ich kann ja mal gucken. Sieht sehr crazy aus, ne? Also ist auch so ergonomisch geformt, dass deine Lippe direkt da sich einfügen könnte. Oh ja, das ist gefärbt, aber nur ganz leicht. Ih, warte. Ja, das hast du oft, ne? Dass da erstmal irgendein Öl quasi mit rauskommt, weil sich die Produkte dann natürlich auf dem Transportweg oder bei der Lagerung so ein bisschen trennen könnten. Und das ist wirklich sehr buttrig. Oh. Nein, das riecht nur leicht. Okay, aber es riecht gut. Und es wird einen ganz leichten Hint auf Tint geben, ne? So leicht glossy-mäßig. Ich finde das schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier ist was von Glow Recipe drin, im Mini-Format, aber immerhin. Sun Glow, Watermelon Glow, Niacinamide, U-Drops. Also wir hatten ja schon Niacinamid-Serum. Zwei Tage später nochmal, okay. Niacinamide, Centella Asiatica und Hyaluronsäure sind hier drin. Und das sind 15 ml. Und das ist auch ein Produkt, was ich glaube, ich auch schon mal verwendet habe. Ich meine, mich dran zu erinnern. Nee, das ist noch anders. Das hat auch noch wohl ein Glow mit dabei. Steht ja auch drauf. Ein getöntes Serum ist das sogar. Okay, ja, ich hatte das nämlich schon in der regulären Variante. Und da fand ich das okay, als es halt so rosa war, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Oh, Paula's Choice ist auch mit am Start. Oh, das sind jetzt auch wirklich Wirkstoffe, die auch vor allem jetzt in der Herbst-Winterzeit super angesagt sind, die ich dann auch wirklich von Oktober bis Ostern verwende. Zum Beispiel haben wir hier was mit Retinol mit dabei. Und zwar ist es das Clinical 1% Retinol Treatment mit Peptiden und Vitamin C. 30 ml sind hier drin. Also es ist schon wieder ein Serum. Also wir haben jetzt nach 4 Tagen schon 3 Serien hier im Prinzip stehen. Finde ich persönlich ein bisschen öde gestaltet, auch wenn ich die Produkte an und für sich gut finde und sehr interessant finde, aber es ist ein bisschen nicht so abwechslungsreich irgendwie, ne? Aber gut, ja, wir haben tolle Wirkstoffe, Paula's Choice ist eine beliebte Marke, finde ich gut, aber ich hoffe, dass wir jetzt mal so langsam aufhören mit den Serien und hingehen zu der weiteren Geschichte des Beauty-Segments. Und dafür schauen wir in einen sehr großen 5. Dezember, denn du kannst diese Produkte auch nicht unbedingt alle gleichzeitig verwenden. Also ich würde jetzt nicht unbedingt ein Niacinamid-Serum gleichzeitig mit einem Retinol-Serum verwenden. Beides würde ich eher abends verwenden und dann würde ich entweder Niacinamide oder Retinol verwenden. Nun, hier ein Video über Wirkstoffe. Ne? Hier haben wir direkt 2 Produkte drin und das feiere ich ja immer sehr. Ne? Das macht Cult Beauty auch total toll. Das ist das Hair by Sam McKnight Cool Girl Cleanse Volumizing Shampoo mit 100 ml haben wir hier einmal erstmal drin. Und dazu passend werden wir dann auch sehr wahrscheinlich hier den Conditioner finden.
Das finde ich schön. Also, dass hier auch die Haarpflege mit dabei ist, ist auch immer sehr praktisch, finde ich. Und bei so einem teuren Adventskalender dürfen die auch gerne in ein Kläppchen sowohl Shampoo als auch Conditioner machen. Und das ist hier auch ein Shampoo. Nein, Volumizing Conditioner. Shampooing Volumant. Genau. 75 Milliliter sind hier drin. Ich wollte es nämlich gerade gesagt haben. Nochmal Shampoo. Nein, es ist dann der dazu passende Conditioner. Das finde ich schön. Das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Auch wenn der Adventskalender aus Großbritannien kommt und die dort nicht so wirklich den Nikolaus feiern wie wir, möchte ich gerne am 6. Dezember was Besonderes drin haben. Und hier haben wir drei Produkte drin, was ich krass finde. Das ist einmal hier von Kate Somerville das Exfoliate Intensive Exfoliating Treatment mit 15 Millilitern. Und das dürfte sowas wie ein chemisches Peeling sein oder ein enzymatisches. Das können wir mal kurz gucken. Morgens oder abends soll man das verwenden können und das massierst du 30 Sekunden ein, lässt es 2 Minuten drauf und kannst es dann abwaschen. Genau, aber hier steht jetzt leider nicht mit dabei, womit das sein soll. Vielleicht in diesem wunderschönen Heftchen, was auch mit dabei war. Da steht nämlich allerhand drin. Enzymatisch ist das. Ja, genau, steht da drin. Ne? Finde ich auch richtig gut. Das können vor allem Leute verwenden, die Frauen, da kann man nicht gendern. Schwangere oder stillende Frauen können das gut verwenden, die halt nicht chemische Peelings verwenden sollen. Hier dazu auch ein Video, No-Gos bei Schwangerschaft und so, ne? Und ja, oder halt in der Sommerzeit würde ich das verwenden. Dann haben wir hier etwas mit dabei. Das ist ein Produkt, das hatte ich auch schon mal angewendet. Das war mir ein bisschen zu viel. Das ist von Dr. Dennis Groß, diese Universal Daily Peel Alpha Beta Treatments. Da sind 3 Treatments drin. Und mir ist das zu aggressiv. Also das sind halt auch chemische Peelings und mit AHA und BHA arbeitet das. Ist mir aber einfach zu krass. Das mag ich nicht so gerne bei mir. Und dann haben wir zu guter Letzt hier noch mit dabei von Laneige Cream Skin Serapeptide Toner and Moisturizer. 15 Milliliter sind hier drin. Das ist ein super Produkt, was ich auch schon aufgebraucht habe letztens. So ein ganz schöner milchiger Toner. Super angenehm und beruhigend. Das passt jetzt sehr gut zu diesen Produkten. Denn dann hat man quasi nochmal nach den Peelings eine entsprechende Beruhigung für die Haut, dass man da auch wirklich keine Irritation bekommt. Das ist wirklich gut zusammengestellt, aber man darf nicht auf die Idee kommen, dass man sowohl die chemischen Peelings und die enzymatischen gleichzeitig verwendet. Das macht keinen Sinn. Gehen wir weiter zum 7. Dezember und ich glaube, hier haben wir unser erstes richtiges dekoratives Kosmetik drin. Summer Fridays, das war halt so ein Hauch von, ne? Und hier haben wir von Say, eine ganz interessante Marke, von denen habe ich auch einen Primer, Glow Sculpt Multi-Use Cream Highlighting Blush. Oh, ein Blushleiter quasi. 5,8 Gramm sind hier drin enthalten und da muss ich mal gucken. Das dürfte eine Originalgröße sein und die Farbe ist Mauve Glow. Ich hoffe, dass er jetzt nicht auf den ersten Blick mir zu schimmernd aussieht. Wunderschön, ne? Also eine ganz klassische Verpackung, wo das Logo hier so eingraviert ist und nein, schade Schokolade. Also für die Leute, die auf Glow Blush stehen, wird das sicherlich ein absolutes Highlight sein. Ne? Hier sieht man das vielleicht auch ganz gut. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von Glowy Blushes und hier sieht der Glow auch wirklich sehr intens aus. Also das wird nichts für mich sein, leider. Solche Produkte sind natürlich auch immer ein bisschen umstritten, weil farbgebunden, aber ich finde bei diesem hier... gut, die transparenten Häutchen, so wie ich, haben da nicht so viel Freude mit, aber die, die so light to medium to dark skin sind, haben da, glaube ich, echt ein schönes Produkt im Adventskalender. Auch wenn das eigentlich jeden Tag hier der Fall ist, aber auch die Nummer 8 darf hier machen, dass es kracht. Und da sind 2 Sachen drin. Von Dr. Levy. Das ist eine sehr, sehr teure Marke. Intense Stem Cell Eye Booster. Uiuiui, was halte ich denn hier für ein teures Schätzchen in der Hand? Also... haltet das Video an und ratet, wie viel Milliliter in dieser Verpackung drin sind. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Das sieht ja relativ groß aus, ne? 7. 7 Milliliter sind da drin. Das machen andere vielleicht so groß. Das ist crazy. Okay, ja. Super teuer, wie schon gesagt. Und ja, ist aber mit 7 Millilitern vollkommen in Ordnung als Augenprodukt. Ich glaube, wir haben hier was Teures. Und 7 Milliliter bei Augenprodukten finde ich in Ordnung auch. Ich finde sogar 3 Milliliter in Ordnung, ne? Je nachdem, wie hochpreisig so ein jeweiliges Produkt ist. Aber ich finde das ziemlich nice. Dann habe ich hier auch noch, wo wir schon bei Augen sind, das haben die schön aufeinander abgestimmt, von 111 Skin. Liebe ich immer wieder, wenn ich es in Boxen oder in Adventskalendern drin habe. Verwende ich auch sehr gerne. Habe ich mir noch nie nachgekauft, weil relativ hochpreisig. Die Rose Gold Illuminating Eye Mask ist hier. Und da haben wir ja ein Augen. Patches Paar, ne? Sowas kann man immer sehr gut gebrauchen. Das wird dann auch wahrscheinlich mit Niacinamiden oder so funktionieren, sodass das Ganze dann auch wirklich aufhellend wirkt. Ich überfliege die Inhaltsstoffe. Allantoin sehe ich hier auf jeden Fall. Panthenol, Niacinamide, siehst du wohl. Centella Asiatica. Das hört sich doch alles schon mal sehr freundlich an. Schön.
Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns auch über irgendwie dekorative Kosmetik freuen. Ich persönlich feiere vor allem dekorative Kosmetik in solchen Adventskalendern, bin ich ehrlich. Ne? Denn ich habe ja mit meinem Skincare-Partner Dalton einfach eine super gute Kooperation. Sonntag kommt der Adventskalender, freut euch schon mal. Aber teste mich trotzdem ja auch immer weiter und so. Aber wenn dann halt so teure dekorative Kosmetik auch in solchen Adventskalendern drin ist oder schönes Parfum oder so, feiere ich total. Okay, hier habe ich was drin, was ich noch nicht kenne. Isamaya Spurstick oder Spurstick, keine Ahnung, Sweet Lip Liner. Das ist dieser hier und das dürfte auch von dem Format hier auch eine Originalgröße sein. Bluff. Tolle Bezeichnung. Oh, aber schöne Farbe, Leute. Oh, der sieht wirklich super edel aus, ne? Also das ist so richtig schön gold gehalten. Und hier sehen wir die Farbe, ein wunderschönes, tragbares Nude-Tönchen. Und hier haben wir einen zum Hochdrehen. Den kannst du nicht wieder zurückdrehen. Achtung, Achtung. Ach komm, was soll der Falschgeiz? Wir swatchen den. Den kannst du sicherlich auch toll in Kombination... Hallo? Verwenden? Mache ich da gerade was verkehrt? Der kommt gerade nicht hoch. Mache ich das wirklich falsch gerade? Hallo? 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 Nein, sei doch nicht kaputt. Muss ich irgendwo noch drücken oder irgendwas aktivieren oder so? Hallo? Ah, man muss hier oben, muss man das festhalten irgendwie und kann dann drehen. Oder es hat eine Weile gedauert, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein herausdrehbarer, den man aber nicht wieder zurückdrehen kann. Also macht nur ein ganz kleines bisschen raus. Auch crazy. Oh nein, meine Mine ist lose. Oh nein, sei doch nicht lose. Oder ist die einfach nur per se sehr wabbelig? Ich weiß es nicht. Sie wabbelt hier auf jeden Fall vor sich hin. Naja, hier habe ich auf jeden Fall meinen Swatch gemacht. Passt definitiv zu dem Lippenöl, Lipgloss, Lippenpflegegedingsen, was wir da eben hatten. Ne? Das ist eine sehr schöne Farbe. Das mag ich. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Hier sind auch wieder zwei Sachen drin. Einmal habe ich hier Pat McGrath Labs, den Perma Precision Liquid Eyeliner mit 1 ml. Richtig nice, ne? Das ist eine sehr teure Marke, die aber irgendwie gar nicht so oft gezeigt wird, oder? Pat McGrath, bin ich ehrlich? Habe ich schon lange nicht mehr sowas von gehört. Hm, vielleicht sind die nicht mehr so interessant, ich weiß es nicht. Den müsste ich aber haben. Nicht ganz. Ich habe den in schwarz und das hier ist Black Coffee. Also das ist halt ein schwarz-braun. Ich swatch euch aber mal meinen, den ich von Emmy bekommen habe, der in schwarz ist. Dass ihr da einfach mal, oder ich kann euch ja auch schon mal das Bürstchen hier zeigen. Ne? Das ist einfach ein Schwämmchen-Applikator und damit kann man dann wirklich sehr, sehr schöne Linien zeichnen und das ist sehr farbintensiv. Das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ich bin ganz, ganz leicht drüber gegangen. Wenn ich jetzt normal drüber gehen würde, würde das so aussehen. Ne? Also das ist schon ein sehr intensiver Eyeliner, aber sehr, sehr nice. Ja, ist kein günstiges Produkt und das ist hier jetzt nicht in schwarz, sondern in schwarz-braun drin, was ich auch sehr nice finde, vor allem wenn man nicht so, also ich mag das ja gerne, dieses intensive Augen-Make-up, ne? Aber das mag nicht jeder. Manchmal möchte man das auch ein bisschen natürlicher haben, da geht das ganz gut mit einer braunen Mascara oder einem braunen Eyeliner. Und außerdem haben wir hier auch eine Mascara drin und zwar, schön, meine ist leer, die Huda Beauty One Coat Wow Extra Volumizing and Lifting Mascara. Das ist zwar eine kleine Größe, aber das sind 7 ml. Das ist jetzt nicht winzig, ne? Also manchmal hat man in diesen kleinen Größen, ich sag nur Benefit Adventskalender, nur so 3 ml drin. 7 ist schon ganz schön viel. Das ist eine umstrittene Mascara. Ich mag die sehr, sehr gerne und konnte damit auch sehr krasse Wimpern bei mir machen. Aber nicht jeder mag sie. Also für mich ist die toll und das ist halt so ein richtiges, krasses Gummibürstchen. Krass, ne? Und da hast du auf der einen Seite, man sieht, es ist etwas konischer und auf der anderen Seite ist es so sanduhrförmig. Und ich kann damit richtig toll arbeiten. Du kriegst damit richtig schön Länge und Volumen hin. Ich finde die mega. Zum 11. Dezember haben wir etwas von ColourWow drin. Wir haben die erste Schnapszahl und zwar Money Mist, ein Luxe Light Leave-In Conditioner for Glossy Expensive Looking Hair. 50 ml sind hier drin. Ich kenne die Money Mask von denen und die ist fantastisch. Deswegen könnte das mich ein bisschen um den Finger wickeln. Ich bin ja wirklich sonst ein Kaimana-Fan, was Haarpflege so angeht. Ne?
Aber das könnte mich, glaube ich, begeistern. Ne? Also, weil ich liebe die Maske davon, die Haarmaske, die ist so gut. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die bei Purish zum Beispiel vergünstigt bekomme. Die steht ja auch auf meiner Collection-Site. Aber wenn die dann auch noch im Sale haben, kann ich da ja auch noch mal mehr drauf sparen. Also auf alles, was auf meiner Collection-Site ist und auf den kompletten Sale, bekommt ihr nämlich immer mit Claudis Welt 10% Rabatt. Und da findet ihr auch wirklich coole Marken, auch Paula's Choice und so weiter. Ne? Und ja, genau, das ist schon ein gutes Zeug, glaube ich. Auch die Nummer 12 fühlt sich super schwer an. Und hier ist auch was Großes drin. Und zwar haben wir hier Jisoo drin. Und zwar das Honey Infused Hair Oil. Das muss ich echt mal ausprobieren. 20 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ja, ihr seht es ja, ne? Muss ich ja nicht auspacken. Und ich habe jetzt aktuell auch eins in Anwendung, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Das habe ich mir auch schon mal nachgekauft und so. Weil das siehst du nicht so strähnig dann in den Haaren. Ne? Und ja, ich habe einen neuen Pulli. Der ist zwar 5 Nummern zu groß, aber ich liebe ihn jetzt schon, ne? Großartig finde ich den. Auf jeden Fall finde ich das schön. Haaröl ist immer eine ganz tolle Sache, die ich zur Haarpflege verwende und dann halt so morgens, ne, als Leave-In reinmache. Und das macht die Haare einfach genährter. Finde ich gut. Ja gut, jetzt hatten wir 2 Haarpflegesachen hintereinander, ne? Abwechslung. Da hätte man vielleicht dieses Haaröl mit der Nummer 3 tauschen können, dass dann die Serien nicht so alle aufeinander sind und die Haarsachen nicht so. Der 13. Dezember, das ist jetzt die Halbzeit und da sind auch wieder 2 Sachen drin. Ich meine, die hatten ja auch geschrieben, dass da was weiß ich, wie viele Produkte drin enthalten sein sollen. Ich starte jetzt erstmal mit Patrick Ta, von dem habe ich ja noch nichts, ne? Major Dimension Precision Gel Liner, also auch für die Augen, in schwarz ist das jetzt aber. Da weiß ich aber nicht, ob ich den haben möchte, weil das dürfte dann auch wahrscheinlich so ein Retractable Kajal oder sowas sein, oder? Mal gucken. Die sind hier sehr gut drin. Kriegst du auch schlecht raus. Also wunderschön. Diese Verpackung, ne? Oh, das ist ein schönes Rose Gold. Sehr, sehr edel. Oh, auch hier ist die Mine rausgehüpft. Das ist ja uncool. Ja, und der wird halt auch nicht bleiben. Oh, das ist echt schade, ne? Dass es so beim Transport gelitten hat. Aber ja gut, von Großbritannien bis hierhin, das ist schon eine Strecke, das sage ich euch. Ja gut, ja, weil solche Gel-Eyeliner verwende ich halt in der Regel nicht wirklich. Schade, schade, schade. Aber du, wir hatten ja jetzt auch schon vorher Pat drin gehabt, ne? Das ist schon ein guter Deal. Dann habe ich hier noch was Kleines, separat eingepacktes. Und zwar... sehr süß. Ist das von Natasha Denona die Love Palette in, ja, die Baby Love Palette. Lifetime, Heartbeat und Intense habe ich hier drin enthalten. Das sind diese 3 Töne. Und hier müsste ich aber eigentlich, oder hatte ich die mal? Ich guck mal, ich müsste die eigentlich haben in einer normalen Größe. Nee, tatsächlich habe ich die nicht mehr. Ich hatte die mal. Ich mochte die aber nicht so gerne. Und habe mir dann mal irgendwann diese 5er Palette geholt. Da habe ich diese Töne aber so gar nicht drin. Könnte also dann vielleicht doch interessant für mich werden. Ich finde die ja schon knuffig, ne? Diese 3er-Paletten, süß. Weiter geht die wilde Reise am 14. Dezember und da haben wir was drin, was den Wert jetzt auch natürlich ein Stück weit hochbringen wird und zwar von Augustinus Bader, The Rich Cream with TFC8 und das sind 15 Milliliter hier drin, das ist super, super, super cool, denn das ist eine sehr schöne Creme, eine reichhaltige Creme und ich persönlich finde auch eine sehr bekömmliche Creme, also die können halt viele auch sensible Häutchen verwenden, man sollte aber bedenken, dass die halt wirklich reichhaltig ist, ne? Also die wirklich nur dann, wenn ihr wirklich eine sehr bedürftige Haut, was ja so auch Reichhaltigkeit, Fettigkeit angeht, ne? Aber gut ist die allemal, die ist ach, schön. Ja, ist sie einen Preis wert? Hm, sie ist auf jeden Fall geil. Oh, am 15. Dezember haben wir auch wieder 2 Produkte drin. Das machen sie jetzt dieses Jahr viel und das finde ich super, muss ich wirklich sagen. Aber da habe ich jetzt durch andere Adventskalender schon ausreichend davon. Das sind solche... ja, wie nennt man die denn? Die macht man um die Handgelenke, wenn man sein Gesicht halt so reinigt oder sich halt morgens so fertig macht oder abends halt auch abschminkt und so, ne? Und das verhindert, dass dir die Suppe runterläuft. Aber die heißen ja nicht Suppeverhinderungstücher, ne? Sondern anders. Und ich finde die total klasse. Also richtig cool, dass es hier mit drin ist. Das ist von der Kalt Beauty Eigenmarke. Und ich glaube, da hat man echt, echt seine Freude mit. Die lasse ich aber nochmal eingepackt, weil wie gesagt, ich habe jetzt einige da. Und dann habe ich hier noch was von Elemis drin. Auch eine sehr, sehr schöne Sache.
Passend dazu tatsächlich, den Pro Collagen Energizing Marine Cleanser habe ich letztens noch aufgebraucht. Hier sind ganze 30 Milliliter drin. Elemis ist auch eine Marke, die sehr schön in Richtung Meereskosmetik geht. Die haben sehr, sehr hautverträgliche Inhaltsstoffe, sehr leichte, also nicht leichte im Sinne von leicht dosiert, sondern leicht verträgliche Wirkstoffe auch mit dabei und gefällt mir. Also das ist auch ein schönes Produkt, was hier auch passend mit diesen Suppe herunterlaufverhinderungsdingern drin ist. Wie würdet ihr die nennen? Huch, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und in der Nummer 16 haben wir sogar drei Produkte drin. Also jetzt geht die Party aber richtig ab. Erstmal L'Occitane. Auf den Adventskalender bin ich ja auch schon richtig scharf. Ne? Ich habe gesehen, bei Lookfantastic gibt es den bald. Mal gucken. Einmal habe ich hier das Concentré de Lait Milk Concentrate. Ja, das wird eine Bodylotion sein, denke ich mal. 20 Milliliter sind hier drin. Einfach so ein etwas kleineres Produkt, ne? Aber ich finde schon, dass Mandelduft auch total in die Weihnachtszeit passt. Dann haben wir hier mit dabei von Sol de Janeiro die Brazilian Bum Bum Cream. Ich finde den Duft so toll. Mein Freund fragt mich auch immer, was hast du da eigentlich die ganze Zeit mit? Warum soll ich ständig an deinem Arm riechen? Weil es gut riecht, mein Freund. Infused with all powerful Guarana Extract. Aber ich finde, das hat auch ein bisschen was von Pistazie und so. Da sind 75 Milliliter drin. Ich verwende die ganzjährig. Im Sommer liebe ich den Duft, im Winter liebe ich auch den Duft und die Reichhaltigkeit. Und ich finde, je nach Jahreszeit kommt dann auch einfach irgendwas von diesen Duftstoffen da ein bisschen mehr durch. Das ist natürlich krass parfümiert, aber ich mag es einfach gerne auf dem Körper. Und dann haben wir hier noch von Wyvers mit dabei. Das passt auch richtig schön. Also wir haben eine leichte Körpergeschichte. Oder ist das Concentré de Lait? Das ist, oder? Oder nicht? Nee, doch, Körpercreme. Ich wollte erst vermuten, das wäre ein Duschgel. Und dann haben wir hier noch ein Body Peeling mit dabei. Das kannst du aber auch verwenden für deine Kopfhaut von Y Melrose Place. Da hatte ich schon mal die Haarserienanwendung, war auch schön. Da sind 30 Gramm drin enthalten. Also wenn du es als Kopfhautpeeling verwendest, hast du da ein bisschen länger was von. Als Körperpeeling hast du da vielleicht 3 Anwendungen von, je nachdem, wie viel man davon immer so verwendet. Ne? Sehr, sehr nice. Eine Woche vor Heiligabend schauen wir uns mal den 17. Dezember hier an. Und da scheint auch was drin zu sein. Yo, hoho. Sunday Riley ist auch so eine Marke, die ich, bevor ich Adventskalender geöffnet habe, nicht kannte. Aber mittlerweile weiß ich echt, wie teuer die sind. Und ich habe auch schon einiges von denen verwendet. Auch dieses Vitamin C Serum, was ich, glaube ich, gerade auch wieder in meinen Händen halte, was ich echt schön fand. 15% Vitamin C und Phytosterole sind mit dabei. Das soll halt für Strahlkraft sorgen. Und da sind... Genau, wir räuspern uns mal. 15 Milliliter drin enthalten und ein sehr schönes Serum. Ein sehr, sehr schönes Vitamin C Serum. Und ja, richtig nice, dass es hier so mit drin ist, Leute. Ich sag's euch. Auch wenn das jetzt schon unser 1, 2, 3, 4. Serum ist, genau. Und ich eigentlich immer sage, 3 maximal von einer Sorte. Ne? Also das finde ich ein bisschen viel, aber ich glaube, man freut sich da trotzdem drüber, weil jedes einzelne Serum, was hier drin ist, glaube ich, relativ geil sein wird und auch so seine eigene Wirkung hat. Wobei ich persönlich gesagt hätte, komm, dann mach doch hier entweder oder. Wobei ich ja so halt noch diesen Sunglow-Effekt mit dabei. So. Die Nummer 18 ist erfahrungsgemäß auch irgendwie bei diesem Adventskalender immer ziemlich krass. Das ist immer eine Schublade und da ist immer recht viel drin. Und da starte ich doch erstmal mit einem extremen Klopper. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass es so groß hier drin ist. Bio-Effekt EGF Serum, das hatte ich schon mal in einer kleinen Fiole. Und ich habe es so gerne verwendet, das ist echt toll gewesen. Hier sind einfach mal 15 Milliliter drin. Das Teil ist so teuer... Und das ist halt das Ding, wir erwarten das, wir sind ja alle verwöhnt, ne? Aber wir erwarten ja, dass wir so ein krasses Produkt auch in so einem Adventskalender finden. Weil woher sollen sonst die 1100 Wert kommen? Das ist super angenehm. Ich glaube, das arbeitet mit Stammzellen. Das ist aber auch wirklich sehr ergiebig. Also du brauchst da auch nicht viel von. Dann haben wir Dr. A.J. Starnham, 18 Gramm. Eine SOS Revitalizing Eye Mask. Oh, die sieht riesig aus. Biozellulose Eye Treatment Mask. Das ist wie so eine Superheldenmaske und die kannst du dir dann morgens und abends drauf machen. Achso, guck mal, du hast hier auch Rosenwasser mit dabei, Panthenol, Koffein, Niacinamide, Ceramide, Hyaluronsäure. Nicht schlecht, Herr Specher. Und so sieht es dann quasi aus, ne? Sehr interessant. Also man kann tatsächlich noch die Augen dabei offen haben. Oh, und dann habe ich hier auch noch eine Maske. Ich glaube, die haben wir auch oft in diesem Adventskalender. Finde ich aber schön. MZ Skin bei Dr. Mariam Zamani. Immer wenn das von irgendeinem Doktor ist, ist es meistens teuer, ne? Hydra Lift Gold Face Mask. 25 Gramm. Die habe ich schon mal verwendet. Die fand ich
gut, aber nicht für den Preis, hatte ich mir mal irgendwann aufgeschrieben. Ne? Das habe ich jetzt hier nicht draufgeschrieben, weil das ist jetzt im Adventskalender, aber in meinen Erinnerungen. Niacinamide, Panthenol ist mit dabei und Centella Asiatica. Also das hört sich auch wirklich schön an, dass es auch wirklich Kabitjes ins Gesicht gibt. Also auch relativ weit oben Niacinamide. Ne? Also das ist schon ein strahlkraftbringendes Produkt. Nicht nur ins Gesicht, sondern auch aufs Gesicht. Fast schon winzig wirkt dahingegen die Nummer 19. Und hier haben wir nur ein Produkt drin. Wir sind mal wieder verwöhnt, ja. Das ist das Hourglass Veil, ein Translucent Setting Powder mit 2 Gramm. Und das sage ich immer wieder, Leute, liebe Adventskalenderfirmen, macht solche Produkte in Adventskalender rein. Jeder kann es verwenden. Und da habt ihr dann nicht irgendwie Probleme mit, dass irgendwer sagt, ach Mensch, ich kann das halt nicht tragen aufgrund von dies, das, Ananas. Das ist wirklich gut. Und bei diesem Adventskalender erwarte ich auch, dass eigentlich jeder jedes Produkt verwenden kann, ne? Blushleiter hat gezeigt, dass es bei mir nicht ganz funktionieren wird, aber ich bin ja auch wirklich ein transparentes Mäuschen. Und ja, ein loses Puder, was ich auch selber schon habe und sehr, sehr schön finde. Ich glaube, damals habe ich das erste Mal drin gehabt in einem Sephora Adventskalender. Ich mag auch gerne lose Puder, die trage ich gerne so auch um meine Augen drumherum auf, um da abzupudern, ne? Mag ich. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Das ist ja mal richtig gut hier ausgefüllt. Da haben wir auch wieder eine Gesichtscreme von Bioma drin enthalten. Moisturizing Rich Cream mit Tree Ceramide Complex, Barkuchiol und Shea Extrakt. Und das dürfte auch eine Originalgröße mit 50 Millilitern sein. Das finde ich schön. Also hier muss man ein bisschen aufpassen. Barkuchiol ist ja quasi die pflanzliche Alternative zu Retinol. Dass man das hier nicht unbedingt in Kombination zum Beispiel mit diesem Produkt verwenden sollte. Ja, ne? Genau. Aber hört sich für mich ganz gut an. Und das soll halt auch mit Feuchtigkeit versorgen. Und ja, Bakuchiol bzw. Retinol ist der Anti-Aging- oder Slow-Aging-Wirkstoff schlechthin. Wow, die Nummer 21 ist auf jeden Fall auch schon sehr, sehr nice hier. Da sind 2 Produkte drin. Da haben wir einmal von Jo Loves. Ich glaube, das ist von Jo Malone oder so, ne? Das ist eine Handcreme. Jo by Jo Loves, a Handcream. Und da sind 50 Milliliter drin. Und ich glaube, ja, Jo Malone ist ja auch so eine bekannte Marke, die ja auch so Düfte und Kerzen und sowas herstellen. Ich weiß nicht, wie die riecht. Muss ich gucken. Ich habe so viele offen jetzt aktuell, ne? Da brauche ich jetzt gerade nicht die öffnen. Vielleicht kann ich hier unten noch was dran riechen. Das riecht sehr stark parfümiert, aber es riecht gut. Hat ein bisschen was Zitrisches, aber angenehm, ne? Und hier haben wir sogar einen Pumper, Entschuldigung. Also das ist halt nicht nur so eine Tube zum Rausdrücken, das ist ja Wahnsinn. Und dann ist hier noch zusätzlich was drin enthalten. Oh, davon wird uns, glaube ich, ein Licht aufgehen. Ich glaube, hier ist eine Kerze drin. Oh, die riecht intensiv. Witchy Woo Viro? Viro? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. 70 Gramm sind hier drin enthalten. Die Witchy Woo Candle. Okay, sieht auf jeden Fall total nice und abgefahren aus. Und sie riecht männlich herb, würde ich sagen. Oha, der 22. Dezember. Enthält ein riesiges Produkt von Medicaid. Auch das ist eine Marke, die geht steil, ne? Preistechnisch 2x50 ml HEO, HEO Mask. Optimal Ratio Moisturization, Feuchtigkeit, ne? Two-Step Overnight Mask. Oha. Step 1. Da hast du so eine blaue Gelmaske, die entsprechend Feuchtigkeit spendet und mit Hyaluronsäure, Glycerin und anderen feuchtigkeitsspendenden Sachen machen halt hier Feuchtigkeit rein. Und bei dem zweiten Schritt haben wir eine Cream-Geschichte, also eine cremige Textur. Und die sorgt dafür, dass dann die Feuchtigkeit in der Haut drin bleibt. Mit Ceramiden. Sehr gut, die sind auch immer ganz gut für die Hautbarriere zuständig. Und ja, genau, so hat man dann einfach eine bessere Oberfläche. Ja genau, also das ist natürlich super. Kommen wir zum 23. Dezember, das ist der Tag vor Heiligabend. Stimmt, dekorative Kosmetik brauche ich mal wieder hier ein bisschen. Ein Lip Jelly haben wir hier mit 3,9 Millilitern von Tower 28 Shine On in der Farbe XOXO. Ich denke da immer wieder an Gossip Girl. Es bleibt für immer. Oh. Okay, das ist auch irgendwie so ein, ja, mit einem leicht bläulichen Schein. Also das könnte gegebenenfalls die Zähne schön weiß machen, ne? So ein Lipgloss. Ja, okay, also im Prinzip der zweite Lipgloss mehr oder weniger, denn wir hatten ja auch schon einen etwas bräunlicheren. Für uns ist die Nummer 24 Heiligabend.
Und hier haben wir drin von Charlotte Tilbury Matte Beauty Blush Wand. Das gucken wir uns gleich mal an. Interessant, weil wir hatten ja schon den Blush Lighter und jetzt haben wir das in Matte Pillow Talk Pink Pop Moment. Dann kommt der nämlich, weil der original verpackt ist mit 12 Millilitern, demnächst in der Verlosung rein. Ich hatte den selber nämlich schon da und den habe ich mir entweder mal gekauft oder ich hatte ihn mal in einer Charlotte Tilbury Geschichte mit dabei. Es ist halt wirklich hell, ne? Also das ist dann wirklich für die Leute wie mich, die eine sehr helle Haut haben. Weil der ist jetzt nicht für Medium oder Dark Skin gemacht, bin ich mal ganz ehrlich. Hat eigentlich auch was Pinkiges mit dabei, aber auch irgendwie so einen leicht peachigen Unterton. Ich finde den schön, aber ich glaube, dass der für viele nicht machbar ist. Aber die haben dann den Sai Blush, aber die haben dann, genauso wie ich an dem Tag, wo der Sai Blush drin war, oder Sai Blush, ein Kläppchen mit einem Produkt, was sie nicht verwenden können, was sehr, sehr schade ist. Ja, und erfahrungsgemäß haben wir jetzt hier im 25. Dezember alles drin, was nicht in die anderen Kläppchen mit reingepasst hat, so gefühlt. Tada, da ist wirklich einiges drin. Das ist so heftig. Wir starten. Da habe ich einmal etwas drin enthalten von... Von welcher Marke bist du? Ceremonia vielleicht? 200 Milliliter Guava Rescue Spray. Also ein Spray mit Guave. UV and Heat Protective Detangler. Ach, für die Haare bist du. Ja, guck mal. Okay. So schaut die Umverpackung aus. Sehr wild. Von innen auch dieses Bedruckte, ne? Wie cool. Okay, also bist du einfach, ja, für die Haare. Sollst zum einen entwirren und zum anderen vor UV schützen. Bist du denn dann auch ein Hitzeschutz? Ich glaube nicht, weil da steht, doch, Heat Protective, ne? Genau, ja, sehr schön. Hitzeschutz für die Haare, hoch, können wir sehr gut gebrauchen. Ein Spray für die Haare hatten wir schon mit dem Money Mist, ne? Trotzdem, doppelt gemoppelt hält besser. Dann haben wir was mit dabei von JVN mit 5 Millilitern. Complete Nourishing Shine Drops. Ja, okay. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ist das für die Haare? Ist das fürs Gesicht? Für was bist du denn? Brilliant Hair ist hier. Apply to Dried Hair. Okay, du machst es in die Haare rein. Und das soll dann alles schön machen. 5 Milliliter ist wirklich nicht viel, aber vielleicht ist es ja auch super hochwertig. Das ist auf jeden Fall ein Öl, was gerade schon ein bisschen aufgedreht war. Da muss ich, ja, das ist sogar ein bisschen ausgelaufen, wie man sieht, ne? Schade Schokolade. Werde ich dann aber demnächst mal in Anwendung nehmen und ausprobieren. Es fühlt sich sehr, sehr ölig an hier. Aber ich hoffe, dass wir jetzt nicht nur was für die Haare hier drin haben, oder? Scheinbar wohl. Von Cult Beauty haben wir nochmal diese Klipse. Nochmal ist gut. Haben auch andere Adventskalender öfters mit drin gehabt, ne? Dass man halt, wenn man sich schminkt, seine Haare so ein bisschen aus dem Gesicht machen kann. Oder halt einfach für Designzwecke, wenn man das möchte. Ist in zwei verschiedenen Farben hier drin. Finde ich ganz süß. Dann haben wir hier noch was mit dabei von Fable and Main. Saha Scalp Amla Soothing Serum. Sehr schön. 14,4 Milliliter. Sowas kann ich persönlich auch immer sehr gut gebrauchen. Ich habe einfach eine sensible Haut und dementsprechend auch eine sensible Kopfhaut. Dann haben wir von Philipp Kingsley was drin. Sehr geil, mit so viel Limonen drauf oder Zitronen. Elasticizer Therapies, sizilianische Limone und Bergamotte. Deep Conditioning Treatment, das ist mit 75 Millilitern. Wahrscheinlich eine Limited Edition, denn ich habe das auch in einer normalen Edition. Das hier ist halt sowohl von der Bergamotte als auch von der Limone her überhaupt nicht meins. Aber ja, ein schöner Conditioner quasi, ne? Und zu guter Letzt haben wir von Amika was mit dabei. Die Soul Food Nourishing Mask, auch das ist eine Haarmaske mit 60 Millilitern, die nochmal dann die Haare nähren soll. Und ich würde sagen, in der Komplettheit ist das ein schönes Kläppchen Nummer 25. Ich persönlich hätte mir aber lieber gewünscht, dass wir hier so ein bisschen mehr ein auf... Kabam! Highlight haben. Weiß ich nicht. Das ist dann halt aufgrund der Masse und des Kläppchenwerts oder Boxenwerts das Highlight. Aber sehe ich jetzt nicht als Highlight vom Adventskalender. Ich habe den Adventskalender jetzt komplett einmal ausgepackt und vor mir liegen. Natürlich sind hier nicht wirklich Düfte drin. Ne? Die findet ihr dann in der Fragrance Edition, die ihr dann bei Nicole auch sehen könnt. Aber wir haben gelost und ich habe dieses losgezogen. Und es sind aber schöne Sachen drin. Wir haben schöne dekorative Kosmetik und auch schöne pflegende Produkte. Ich finde wirklich, dass die Aufteilung von dem Adventskalender einfach schlecht gewählt ist. Ne? Also, dass man da halt wirklich dann teilweise diese Anhäufung von Serien hatte, diese Anhäufung von Haarprodukten. Das hätte man schöner verteilen können, damit es mehr diesen Wow-Charakter bekommt und man nicht so dieses Gefühl hat, so okay, jetzt haben die von einer Sorte 5 Stück zusammen oder hintereinander reingepackt. Ne? Manchmal ist es ganz schön, wenn man das so kombiniert hat, aber nicht immer.
Da könnt ihr mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir hier einen derben Wert haben. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dass ich diesen Adventskalender dieses Jahr jetzt nicht so geil finde, wie zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr. Da hatte ich irgendwie viel, viel mehr diesen Wow-Effekt. Ich weiß nicht, warum. Also ich würde auch bei diesem Adventskalender sagen, dass ich den zum Beispiel von Lookfantastic vorziehen würde, der ja auch irgendwie weniger als die Hälfte kostet, auch einen krassen Warenwert von 650 Tacken hat. Aber irgendwie fühle ich mich da besser aufgehoben. Vielleicht sieht das ja auch in der Fragrance Edition ganz anders aus. Also da bin ich auch mal gespannt auf die Meinung von der wundervollen Nicole und werde mir das Video gleich mal anschauen. Und ja, schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und welcher der beiden wäre so euer Favorit? Das würde mich auch mal interessieren. Ihr Lieben, das wäre es ja von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!